Hallo Leute, ja, hiermit melde ich mich mit einem neuen Video zurück und zwar diesmal wieder ein Let's Play Video. Und wir spielen das Spiel My Bones. Ja, das ist ein, ja, ich brauche das eigentlich gar nicht mehr zu sagen, ein Horrorspiel, ein kleines. Gibt es bei Steam und wir spielen hier einen Typen, der in seinem Grab oder im Grab seiner Familie aufwacht. Und dieser Typ war in seinem Leben ziemlich, ziemlich böse. Und er kann nicht zwischen gut und böse unterscheiden. Und wir helfen ihm in diesem Spiel, Entscheidungen zu treffen, gute oder böse. Und je nachdem, wie wir uns entscheiden, hat das Spiel auch verschiedene Enden. Um genau zu sein, zwei Stück. Ein gutes und natürlich dann ein schlechtes. Und wir wollen mal gucken, was uns so erwartet. Und ich würde sagen, WASD ist gut, springen kann man. Interaktion. Ach, wieder mit WASD. Ich hasse es. Sehr gut. Und Start. Dann gucken wir mal, was hier so los ist. Das ist bestimmt der Friedhof oder die Gruft. Wie auch immer. Na, immerhin lädt er. Achso, eine Taschenlampe habe ich gesehen. Die ist hier auch nie verkehrt. Auch wenn sie natürlich meistens nichts bringt, außer dass man der bösen Fratze, die einem entgegenläuft, auch noch voll ins Gesicht leuchtet, damit man es noch besser erkennt. Aber das soll jetzt nicht unser Problem sein. Vermutlich wird es das, aber... Oh. Ich war wie jeder andere. Ich hatte eine Familie, einen Beruf, Freunde, ich war glücklich. Bis eines Tages irgendwas mit mir passierte. Ich fühlte, als ob ich von irgendwas Bösem besessen wäre. Ich wurde von einer solch großen Wut heimgesucht. Wir lebten nicht weit von einem Dorf in den Wäldern. Unsere Familie war nicht perfekt, aber wir waren glücklich. Ich hatte eine Tochter und zwei Söhne. Das Ganze passierte, als ich in den Wäldern war. In diesem Moment wurde ich von großer Wut heimgesucht. In dem Moment kam es zu mir. Meine Frau und neben mir lag eine Axt. Dann war alles verschwommen. Okay, er hat anscheinend seine Frau umgebracht. Und vielleicht auch seine Familie. Oh. Das scheint hier unser Grab zu sein. Ist ja auch nicht. Ja, gut. Schon wieder. Sind wir das? Okay. Haben wir eine Taschenlampe jetzt eigentlich? Tatsächlich. Okay, die Töne sind natürlich ziemlich. Was? This is the tomb of my wife. Das ist der Grabstein meiner Frau. Ich liebte ihn mehr als alles andere. Ich wusste bloß nicht, dass er verrückt wird und mich mit einer Axt tötet. Aber ich liebe es alles, was? Ja, hier liegt sie also. Und da unten liegt der Ehering. Okay. Das ist hier, okay, das scheint das Friedhofstor zu sein. Also, ganz flüssig läuft das Spiel aber nicht. Was ist das hier? Von seiner Tochter, hat auch seine Tochter getötet. Daddy, warum hast du mich getötet?
Als wir Spaß hatten, wir hatten Spaß. Wir gingen nahe dem Fluss, als du mich nahmst und deine Arme und begannst mich unter Wasser zu drücken. Ich liebe dich, Daddy. Ich weiß, du tust es nicht. Doch, wir lieben dich auch, Kindchen. Deswegen haben wir dich doch getötet, damit wir dann zusammen im Jenseits sein können. Okay, das war krank. So, ich habe einen Schlüssel. Wofür habe ich jetzt einen Schlüssel? Moment, den Sarg werde ich ja kaum öffnen damit, ne? Da werde ich wahrscheinlich mal hingehen müssen. Vielleicht können wir die Tore hier öffnen. Fällt mir gerade mal so ein. Schauen wir mal. Ah, tatsächlich. Ich fasse es ja nicht. Oh. Oh. Aber es ist hell. Oh Gott. Was ist jetzt wieder los? So Scheiße. Vielleicht ist es nur ein schlechter Traum, sagt er sich. Okay, wir haben noch einen Schlüssel. Nehmen wir einfach mal mit. Das Springen nützt soweit eigentlich gar nichts, wie ich sehe. Was ist das hier wieder für ein? Mein Erstgeborener ist hier begraben. Aber da steht nichts, ne? Anscheinend hat er ihn aber dann auch getötet. Gehen wir mal von aus. Krasse Geschichte. Was ist denn? Ja gut, wer hat das noch nicht am Friedhof gesehen? Oh je. Da kommt jetzt auch noch die große. Es scheint so, als ob die Tür kaputt ist. Okay, müssen wir außen rum oder? Oh Gott, da ist ein Gitter. Ich habe die Befürchtung. Nicht, okay. Oh. Übrigens ruckelt das. Was ist jetzt. Oh, was ist jetzt passiert? Was habe ich was falsch gemacht? Na, gucken wir mal. Und laden, und laden, und laden. Ich bin gespannt, was wir noch für Entscheidungen zu treffen haben. Oder eine. Ich meine, es ist ein kleines Spiel, es wird jetzt keine Stunden gehen. Mal gucken, was jetzt noch kommt. So, und jetzt das letzte Stück noch. Los. Ja. Okay, er ist eindeutig. Warum ist er jetzt nach. Er ist nach unten gegangen. In die Krypta. Schätze ich mal, oder? Wo bin ich? Ja, du musst doch wissen, wo du hingegangen bist. Was ist das? Selbst in den dunkelsten Ecken unserer Seele. Oh. Toll. Oh Gott. Wer quiekt hier? Ist das eine Maus? Bitte lass es eine Maus sein. Da liegt noch ein Schlüssel, ne? Collected Key. Oh Gott, nee, da will ich, glaube ich, nicht rein. Da will ich, glaube ich, nicht rein. Oder will ich da rein? Ich muss da wahrscheinlich rein. Es geht nicht nach Wollen. Es geht nie nach Wollen. Da können die was? Nein. Order to the Keeper. You should immediately go to the barricade and attempt to stop the monster break. The Monster? Bitte was? If the, wenn das Biest ausbricht aus den Zellen, was unwahrscheinlich ist, dann solltest du schnell den Dungeon verlassen hier. Ja, cool. Ich gehe mal zurück weiter. Die Tür öffnet sich viel zu langsam für meinen Geschmack. Nix hinter der Tür, gut. Das ist locked. Okay.
Wir können. Okay, Licht muss unbedingt anbleiben in dem Fall. Oh, oh. Vor allen Dingen diese Rede. Der Ton wird wieder richtig scheiße. Der wird wieder richtig kacke. Man wartet nur darauf, dass da was kommt. Tod wartet auf all diejenigen, die diesen Pfad betreten. Schön. Danke. Das haben wir doch gebraucht. Ist das der Käfig? The Beast is on the loot. The Beast ist auf der Flucht. Ist das der Käfig? Wollen die mich verarschen? Ja, die wollen. Oh Gott, da stand wer, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir sollen noch rennen, ne? Oder? Habe ich das jetzt richtig in der. Oh Gott, und dieser Ton. Ich glaube, wir sollen rennen, oder? Oder wir sollen raus. Rennen? Ich kann ja nicht rennen. Also hoffentlich. Nee, das wird einfach. Das ist zu krass, diese Geräusche hier. Das ist ja. Alter Schwede. Lagen die vorher auch schon? Geh doch langsamer auf die Tür. Oh oh. Nee, komm, also diese Geräusche hier. Ey, das ist ja. Oh oh. Was ist das? Family, Freude, Seele, Vergebung, Kinder. Ich hab einen Schlüssel genommen. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Was zum. Oh Gott, ich höre doch da eine Tür, oder? Habe ich da nicht eine Tür? Oh oh. Oh oh. Ja, das war's. Ich glaube. Oh mein Gott, ich will mich auch gar nicht mehr umdrehen, ehrlich gesagt. Oh, oh Gott. Oh Mann. Also, man muss eins sagen: Wie sie die Geräusche vernünftig kriegen, das wissen sie, ne? Auch wenn die Grafik nicht gut ist und das Spiel nicht hundertprozentig flüssig läuft. Aber das ist vielleicht gar nicht so gut. Vielleicht ist es doch nicht so gut. Oh Gott! Oh Mann! Ah! Oh, Scheiße! Was war das? Und das Problem ist, man kann auch nicht wegrennen, weil der ist so langsam. Man kann sich umdrehen. Ein sehr verrückter Platz hier. Ein sehr unheimlicher Platz. Muss eine andere Tür finden, wa? Oh, da hinten war doch eine Tür, die offen war. Also die noch verschlossen war vorhin. Oh, ich will aber gar nicht dahin. Aber ich muss dahin, glaube ich. Und die Tür ist vor allen Dingen jetzt offen gewesen. Schöne Scheiße. Echt. Oh oh. Tür, ne? Wo ist sie denn? Hier war doch irgendwo eine Tür, die zu war vorhin, oder? Was, wenn das Biest. Okay. Ja, schön. Warum ist das Biest ausgebrochen? Sind die eigentlich doof? Okay, wir können aber nicht hoch. Das heißt. Aber die Tür war das, glaube ich, die ich meinte. Oh mein Gott, sie ist wirklich offen. Oh, oh. Ich krieg einen Anfall. Und wir sehen uns, also ich beende jetzt erstmal diesen Part hier. Oh mein Gott, oh Gott.
Nee, das ist also diese Geräusche und das ist. Oh Mann, ich bin mal gespannt, was hier noch passiert, ey. Was zum. Ich muss eine Entscheidung treffen zwischen Gut und Böse. Was ist das da oben? Das eine ist gut, das andere ist böse, wa? Ich kann eine neue Chance kriegen, eine zweite. Ich werde ein neues Leben haben. Gucken wir mal, was hier passiert. Entscheiden wir uns mal dafür. Bin ich echt mal gespannt, was jetzt kommt. Forgive you and give you a second chance. Oh, okay. Wir vergeben dir und geben dir eine zweite Chance. Da bin ich mal gespannt. Schön, dass man so weit gucken kann mit dieser Taschenlampe. Die ist genauso schlimm wie im. Wie hieß denn das Spiel da hier vor nochmal? Ich hab schon wieder. Ich habe es geschafft, raus aus der Hölle zu kommen. Selbst die schlechteste Person oder die böseste Person hat ein Recht auf eine zweite Chance in seinem Leben. Es gibt Momente, wenn das Gute schlecht wird und das Schlechte gut. Ich will versuchen, mich zu ändern. Ich will gut werden. Okay. Continue. Mal sehen, was da jetzt passiert. Ah, okay. Das war's. Ja, dann schauen wir uns gleich nochmal das zweite Ende an. Dann wechseln wir gleich mal zum zweiten Ende. Dann bis gleich und dann werden wir mal gucken, was da ist beim bösen Ende. Also bis gleich. So, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir uns. Die Geräusche sind aber auch schon ein bisschen gruselig, muss ich schon sagen. Vielleicht sollte ich im Schatten bleiben. Vielleicht werde ich irgendwas finden. Dann gehen wir jetzt mal zur bösen Seite hier. Ja, die Statue sieht ein bisschen gruselig aus und diese Geräusche, die das Viech macht, das hat mich gerade ein bisschen an. Ich weiß nicht, wer es noch kennt, Zelda Majora's Mask. Damals fürs Nintendo 64. Da gab es doch diesen. Oh, Dolvani, wie hieß der? Der aus dem Waldtempel, dieser Endgegner da, dieser Boss. Oldova, Odolva? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, der hat immer so unheimlich, der hat immer rumgetanzt und hat irgendwelche komischen Geräusche gemacht. Also als Kind hatte ich da echt wirklich Angst, muss ich echt sagen. Also ich habe echt ungern gegen den gekämpft, weil der war echt unheimlich. Und das habe ich eigentlich sonst nie gehabt, also bei irgendwelchen Gegnern oder auch Monstern nicht. Aber das war einfach so, diese komischen Bewegungen und dieses Rumgetanze und diese komischen Geräusche. Ich sehe ein komisches Haus. Mal gucken, was in diesem komischen Haus ist. Taschenlampe brauchen wir nicht anmachen. Eigentlich. Gott, was für Gesänge das sind. Wie Gebetsgesänge hier. Oh nein, da ist auf jeden Fall auch ein. Was zur Hölle? Das ist mein Grab. Ja, stimmt, tatsächlich. Da sind wir gestartet quasi damals. Vorhin eben. Das ist sein Haus, oder? Oh, das ist eine Scheune.
Okay, und ein Auto. Es war mir nicht möglich, das Auto zu starten. Es war sehr alt. Ich werde diese Hölle niemals verlassen können. Wo immer auch ich auch hingehe. Ich kam an diesen Ort. Ich verschwendete mein Leben. Ich habe keine Entschuldigung für all die Sünden, die ich getan habe. Dieser Platz wird meine Hölle. Wurde meine Hölle. An dem Platz habe ich getötet. Ich habe nicht an mein Leben geglaubt. Ich habe keine Entschuldigungen. Und nun, ich glaube, dass meine Familie einen besseren Ort als ich ist. Okay. Ja, ich würde mal sagen, das war ein sehr, 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 sehr kurzes Spiel. Nichtsdestotrotz war es ganz interessant. Also, ja, die Soundeffekte waren schon echt gruselig, muss man ja echt sagen. Also, da kann man nichts sagen. Aber sonst, ach, gut, okay. Ein 10-Euro-Spiel ist es nicht. Ja. Gut, ja, das war es dann erstmal wieder soweit von mir. Und wir sehen uns dann sicherlich beim nächsten Video. Oder wir hören uns. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine angenehme, erschreckfreie Zeit. Bis dann. Tschüss.